Wie vernahmen Sie die Nachricht der Kapitulation Deutschlands? Mit Freude. Natürlich. Das, Warum? Weil das die Nazis weg sind, war das für uns schon eine Freude. Denn ich meine, es war ja bis zum Ende des Krieges, haben wir die Nazis noch. Und man war immer noch ein bisschen, dass sie auch uns mal noch irgendwann holen und verhaften. Die Angst war immer ein bisschen im Nacken gesessen. Und da waren wir also erfreut. Wie ging es da für Sie weiter, nachdem Deutschland kapituliert hatte? Ja, da musste man ja gucken, dass man wieder Geld verdienen, dass man wieder eine Existenz gründen. Und dann ging als erster mein Bruder, der war ja im Chemischen Institut, und da ging der als erster runter, erstmal eine Wohnung suchen in Freiburg. Und dann kam er immer zurück in den Vorort von Freiburg. Ja, wir gehen doch nicht in den Vorort, wir müssen ja wieder in der Stadt ein Geschäft haben. Und dann ging eines Tages meine Mutter runter, war immer noch die Wohnung in dem Vorort, sonst in der Stadt. Es war ja alles kaputt in der Stadt. Und dann eines Tages ging ich nach dem Familienrat, ganz nehmen wir die Wohnung, das war in Günnerstal, im Vorort Freiburg. Gehen wir da mal hin und dann werden wir von da aus, wenn wir alle mal wieder beisammen sind. Dann haben wir 27 Jahre in dem Günnerstal gewohnt, bis wir dann wieder in die Stadt gezogen sind. Und so hat man langsam wieder angefangen. Die Stadt war zerstört, Ware gab es wahrscheinlich kaum für das Geschäft, nee, einmal, oder? Es gab immer so Zuteilungen auf Raucherkarten. Und dann haben wir halt da aufgehabt, ein paar Stunden oder einen Tag. Da haben sich dann riesen Schlangen gebildet. Ich habe heute noch ein Bild irgendwo hängen, wo die Raucherschlange vor dem Geschäft steht. Und dann war wieder Ruhe. Haben wir wieder nichts zu tun gehabt. Wir haben dann eben, meine Tante hatte eine Bürstefabrik in Todtnau, dann haben wir mal mit Bürsten gehandelt, haben Bürsten verkauft, aber dann hatte eine Cousine, die hat Puppen gemacht und ich habe die dementsprechenden Liegen aus Zigarrenkisten Holz gemacht und so Sachen haben wir dann verkauft, weil es ja keine Tabakwaren mehr zu verkaufen gab.